Hallo und herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub. Ja, wir schauen ja heute zusammen wieder eine Löwenzahn-Folge, eine von meinen Lieblingsfolgen aus der Staffel 5, Peter und das Sofamobil. Thema war da Räder. Folgennummer der Produktion ist 56. Es gibt ja wieder die Unterscheidung. Produktionsreihenfolge, das heißt, in dieser Reihenfolge wurden die Folgen gedreht, also produziert. Ne? Hier ist es die 56. In der Sendereihenfolge ist es die Folge 60. Länge war 29 Minuten und 6 Sekunden. Produktionswahl war 1986. Da war ich 5 Jahre alt. Erste Ausstrahlung am 29.06.1986 um 14.10 Uhr im ZDF. Letzte Ausstrahlung war der 15.02.2001 um 8.30 Uhr im Kika. Was für ein Unterschied. Das mochte ich damals als kleiner Steppke sehr gerne, denn nach dem Mittagessen durfte ich Fernsehen und dann gab es Löwenzahn. Zu einer vernünftigen Zeit. Nicht 8.10 Uhr. Das hätte ich damals auch nie gucken dürfen. Darsteller in dieser Folge Peter Lustig, Karl Spanner als Bauer, Gerhard Giesecke als Mechaniker, dann Christoph Günther als Telegrammbote, Hanna Freitag als Tante Martha, Hans-Jürgen Schmack als Rennleiter. Klaus Landsiedel führte Regie, Burkhard Mönter schrieb das Buch, Ingo Herrmann war von der Redaktion, zusammen mit Barbara Herzog-Lippiner. Jürgen Müller, genauso, auch von der Redaktion. Mike Weller hat die Musik gemacht. Kamera führte Karl Friedrich Koschnick und Wolfgang Hahn und Klaus Krämer. Ob das so richtig ist, also wir haben vom ZDF Produktionsdaten bekommen. Da standen die Namen dazu, aber ob das jetzt ganz richtig ist, also können wir nicht genau sagen. Warum hier drei Kameramänner am Werk waren, weiß ich nicht. Vielleicht war das damals so, vielleicht ist es auch richtig. Ja, wenn einer von euch da zuschaut, von den drei Herrschaften, Karl Friedrich Koschnick, Wolfgang Hahn oder Klaus Krämer, und ihr merkt, nö, ich war kein Kameramann, ich habe was auch immer gemacht, meldet euch. Dann können wir das verbessern. Usch Born war für den Schnitt zuständig. Für die Koordination Gerold Hoffmann. Grafik Karl-Heinz Groß. Und für die Fachberatung Sabine Jörg. Und Ernst Waldemar Bauer. Jo. Lieder, die verwendet wurden, die wir bisher herausgefunden haben. Guitar Train von John Peirce. Und Poor Howard von Happy Traum. Happy Traum, okay. Jo, na dann, fangen wir mal an. Starten wir mal die Folge. Das Sofamobil. Das ist wie ein Lichterfelde. Ja, Peter hat ja kein Telefon. Also muss die Tante ihm ein Telegramm schicken. Baue um. Brauche Platz. Kannst gut erhaltenes Ufa haben. Abholen, Elchwinkel 8. Da war das noch nicht mit dem Elchwinkel 13. Mir will mal gesagt werden, nein, das war. Bofa, Dofa. Elchwinkel 8. Moment.
Mofa. Genau, das ist es. Die Tante Martha kann ihr Mofa nicht mehr gebrauchen. Naja, höchstwahrscheinlich fährst du nicht mehr damit oder steht im Wege rum. Jedenfalls, sie will es mir schenken. Ja, na dann, nichts wie hin. Da sieht Peter ganz schön dünner aus. Naja, zur Zeit da von seiner Krebserkrankung und so, da muss er öfter ins Krankenhaus. Fällt einem jetzt auf, wenn man die ersten Folgen guckt und dann die Folge. Ich finde, war ja ein ziemlich weiter Weg hierher. Aber dafür ist der Rückweg jetzt umso schneller. Hallo, Peter. Hallo, Tante Martha. Na, du bist ja ein ganz schneller. Ja. Moment mal, ich denke, du fährst nicht mehr damit. Wieso? Du hast mir doch dieses Telegramm hier geschickt. Da steht doch drin, dass ich das Mofa abholen kann. Aber Peter, doch nicht das Mofa. Das alte Sofa kannst du haben. Hä? Sofa? Mein Sofa. Ich dachte, dass du es vielleicht gebrauchen kannst. Vor allen Dingen in seinem kleinen Stück Bauwagen. Beinahe Antik. Mhm. Aber leider habe ich da keinen Platz mehr dafür. Du musst nämlich wissen, Peter, ich baue um. Mhm. Ja. Und dann werde ich mich ganz neu einrichten. Da in den Schuppen habe ich das Sofa hineinstellen lassen. Mhm. Aber sag mal, wie willst du es denn transportieren? Hast du denn gar keinen Wagen dabei? Nee, ich wollte doch mit dem Mofa nach Hause fahren. Also Peter, wirklich, das tut mir sehr leid. Aber wie konntest du das nur verwechseln? Hier, die Sache mit dem Klecks, da konnte ich einfach... Peter, ich muss jetzt dringend weg. Den Müllcontainer bestellen. Aber wenn du noch irgendetwas gebrauchen kannst, nimm's mit. Es kommt sonst alles weg. Tschüss. Tschüss. Ein Sofa. Naja. Schon damals gab es diese Aktion, ne, dass alle selbstständige Frauen und so. Ja, so war sehr gut. Ist euch schon mal aufgefallen? Ja, ich glaube, ich könnte das Löwenzahn sehr oft brauchen. Aber wie kriege ich es nach Hause? Die Nebendarsteller Frauen sind, also erst mal raus aus leitenden Positionen und das sind oft Frauen. Also es gibt selten, hier wundert mich, wo ist der Onkel? Gibt es keinen Onkel? Sie macht alles alleine. Sie ist die Taffe. Nee. Puh. So kriege ich das Ding nie nach Hause. Einen Wagen müsste man haben. Dann könnte ich es damit nach Hause ziehen. Ja. Vor allen Dingen, wo will er es hinstellen? Nee. Das Ding. Wer sagt's denn? Würde nie in seinen Bauwagen passen. Ist ja und draußen da stehen kannst du es ja auch nicht lassen. Aber darum kümmert er sich später. Aber das finde ich interessant. Ich habe da eine Idee. Ich brauche gar keinen Wagen. Das Sofa kriegt Räder. Hallo Hase. Ja, na bitte. Es kriegt sogar. Ja. Echt super. Es kriegt 4 Räder. Wie sich das gehört. Ja, das Liebe. Ich mag dieses Lied. Damals Kumpels, die machten das nicht, wenn Peter singt und so. Aber ich fand das immer, ich mag das bis heute. Wie ist das bei euch? Das, so ein Glück möchte ich auch mal haben. Wenn ich irgendwas bauen will, dann habe ich meistens entweder keine Schrauben oder keine passenden Schrauben, aber er findet immer gleich alles. Geht ja nicht anders. Na bitte. Tja, was rollt, braucht man nicht zu tragen. Jetzt ist das Ding hier rum irgendwie. Ja.
Sand sitzen. Aha. Altmariendorf oder so ist das. Tja, die Eisenbahn. Ja, ist gut. Kein Ärger mit den Kurven. Und ja, sie hat ihren eigenen Weg. Ne? Keine Steine, keine Löcher. Eine Straße aus Eisen. Ja, da rollt sich's gut drauf. Huch, naja, die Gleise sind natürlich so weit voneinander entfernt, dass nichts passiert. Aber wohin denn nun? Rechts. Ja, eiserne Räder auf eisernen Schienen. Das rollt viel besser als normale Räder auf der Straße. Da hat's die Lokomotive leichter, bei so vielen Wagen. Naja, und so eine E-Lok, die zieht sowieso was weg. Die alten Waggons. Hier sieht man übrigens deutlich, dass die Räder an den Innenseiten so einen Rand haben. Nun sieht man es nicht mehr. Hier vielleicht? Vielleicht später nochmal. Tja, da rollt er hin. Rollt und rollt. Über eine Weiche. Noch eine Weiche. Noch eine Weiche. Ist ein Güterbahnhof. Hier gibt es viele Weichen, denn die einzelnen Wagen müssen ja in die vielen verschiedenen Richtungen. Ne? Ach, hier sieht man es wieder. Die Ränder an den Rädern, innen, die braucht man wieder weg. Klasse gemacht. Aber jetzt, seht ihr die Ränder an den Rädern? Die halten den Wagen in der Spur. So kann er nicht rechts oder links von der Schiene rutschen. Ne? Bleibt immer schön in der Mitte. Und wird geführt. Über Kreuzungen und über Weichen. Ein Abrollberg. Ich wünschte, ich hätte solche Räder und solche Schienen. Die Räder sind zu schmal. Ja. Größer müssten sie sein. Und breiter. Gleich ein bisschen was. Ist wohl nicht besonders geländetauglich, Ihr Fahrzeug. Kein Wunder bei den schmalen Reifen. Soll ich sie abschleppen? Allein kommen sie kaum weiter. Das wäre prima. Die Bärstädter sind alle mit. Danke. Augenblick, ich helfe Ihnen. Am besten um die Vorderachse herumwickeln und gut festmachen. Aha, ja, dann mache ich das mal hier an. Ja, das sind Reifen. Ne? Was für ein Profil. Sowas an meinem Sofa. Gleich kann's losgehen. Na, Faula. Ja, alles klar, aber nicht über 80. Die Szenen natürlich rauszufinden ist schwer. Also, hier gibt es kaum Anhaltspunkte, wo es sein könnte. Da ist auch die Qualität zu schlecht. Mit solchen Rädern kommt man überall hin. Ne? Aber die sahen ja nicht immer so aus. Nö. Vor 3.000, 4.000 Jahren gab es nur solche Räder. Eine dicke, runde Holzscheibe. Sie haben auch die Buchse in der Mitte. Na, und die Achse. Die haben funktioniert. Alles aus Holz. Das war schwer und holprig. Ja, das war schon besser. Speichen. Auch aus Holz. Die Räder waren leichter, aber sie nutzten sich sehr schnell ab.
besonders auf steinigen Wegen. Und deshalb legte man Eisenringe um die Räder. Die hielten dann länger und nutzten sich auf den gepflasterten Straßen nicht so schnell ab. Bremsen konnte man sie auch, ja. Und die Speichen federten auch etwas. Aber nicht sehr. Ups. Ja, die Räder wurden immer stabiler und eleganter. Die Kutschenräder waren schmaler. Die ließen sich auf einer glatten Straße besser ziehen. Sieht man heute fast gar nicht. Die Speichen waren dünner und federten besser. Und die Narben waren sogar bemalt. Aber holprig war es trotzdem noch. Und laut. Und deshalb nahm man statt Eisen Gummi und legte den ums Rad. Ja, das lief schon besser. Und vor allen Dingen leiser. Nur holprig waren die Räder immer noch. Bis jemand auf die Idee kam, das Rad mit Luft zu federn. Kennt ihr ja vom Fahrrad. Erst kommt die Decke. Und dann der Schlauch. Typisch mit Schnaps. Ehre. Und dann die Luft. Luft lässt sich nämlich zusammendrücken. Das federt am besten. Ja. Und das Ganze kann man natürlich auch ein paar Nummern größer machen. Ja, den Kantstein merkt man kaum. Und auch bei 100 Sachen hält sich so ein Rad gut auf der Straße. Besser ist das. Na, das nicht so gut. Ach so, das ist ja auch mein Traktor. Mit den dicken Hinterreifen. Und ich? Ich hänge immer noch hinten dran. Halt! Ich hätte da einen Maschist, das was macht... Was soll denn der Sofa? Braucht noch eine Lenkung. Ja, ich bringe ja. ihn auch bis zur nächsten Werkstatt im Ort. Vielleicht kann Ihnen der Mechaniker dort helfen. Ist ein Freund von mir. Ah, gut. Ja. Dass man mit diesen Holz... Ist doch ein bisschen mühselig, nicht? Der Sofa Füßen vorne irgendwo hängen bleibt. Es rollt ja gut, aber es rollt immer dahin, wo es will. Nämlich geradeaus. Na, man müsste es doch lenken können. Ja, das ist es. Ich brauche eine Lenkung. Hey! Halt! Die fahren jetzt mindestens schon 10 Minuten durch die Landschaft und Peter ist immer noch nicht zu Hause. Ich meine, muss ja ganz schön weit weg sein, die Tante. Sag mal Karl, was schleppst denn du damit? Das hast du noch nie gesehen, was? Eine Neuentwicklung, damit man sich bei der Arbeit auf dem Feld zusätzlich mal ausruhen kann. Ja, ist aber noch ein Versuchsmodell. Nur eine Lenkung fehlt noch. Lenkung? Fass mal an. Oh. Lenkung. Da hab ich was. Was für ein Zufall. Hm, das wäre vielleicht auch nicht schlecht für mein Sofa. Hm? Übrigens, an so einem Fahrrad gibt es viel mehr Räder als nur diese beiden hier. Hier ist ein Zahnrad, ein großes. Und hinten ein kleines natürlich. Das dreht sich. Und sogar hier, in so einer Bimmel, gibt es eine Menge Räder. Ja? Ja. Ah, tschüss und schönen Dank fürs Abschleppen. Ja. Oh, guck mal, das ist der Stadt nur freut. Weil es nämlich so leicht läuft. Und es läuft so leicht, weil es auf Kugellagern läuft. Die sind da drin, man sieht sie leider nicht. Oh doch, man sieht was. Hier sind Kugellager drin, so ähnliche. Hier, seht ihr? Nehmen wir mal an, das hier sei eine Achse. Dann kommt das Kugellager drauf, so. Und dann da drauf das Rad. Und dann läuft es sehr leicht, denn da drin, seht ihr, laufen kleine Kugeln. Hm? Das rollt. So. Fabelhaft. Ja, da bräuchte ich nur noch, ja. Haben Sie eine Schraube ungefähr so lang mit Muttern und Unterlegscheibe? Unterlegscheibe, ja. Sofort. Prima.
Ja, das muss ich nur noch ein bisschen auseinandernehmen. Und das wird ein bisschen dauern. Da könnte Jörg in der Zwischenzeit eigentlich ansehen, die Geschichte von dem kleinen Mädchen, was auch immer alles auseinandergenommen hat. Das ist wieder typisch für die Alten. Bin in einer halben Stunde zurück. Macht es euch in der Zwischenzeit man gemütlich. Man hatte die Zeit. Stand auf dem Zettel, man hat der Geschichte auf dem Tisch lag, erzählt, man hatte als Anna und Dora und man hatte trotzdem die Zeit für so eine Geschichte. Och, sagte Dora, gemütlich machen ist doch langweilig. Aber Anna, Doras Schwester, hatte es sich bereits gemütlich gemacht. Sie saß in Omas Lehnstuhl und las in einem Abenteuerbuch. Dora überlegte fieberhaft, wo Oma die silberne Dose mit den Bonbons versteckt haben könnte. Okay, das ist die längere Version, aber oder neben dem Bügeleisen? Auf dem Küchenschrank. Ist es heute nicht mehr drin. Sie war gerade dabei, auf einen wackeligen Turm zu klettern, den sie aus einem Stuhl, einem Hocker und Omas Schuhputzkasten gebaut hatte, als plötzlich etwas schnarrte. Eine Klappe an Omas Uhr ging auf. Ein Kuckuck erschien, rief und verschwand gleich wieder. Sag mal, warum ruft er denn gerade dreimal? Fragte Dora. Die Geschichte, die ganzen Anna Geschichten könnte man ja mal auf. Eigentlich weil als, es 3 Uhr ist, Hörspiel ganz einfach. Oder ganz Hörbuch, einfach, CD raus. Wiederholte Dora leise und guckte grübelnd zu ihrer älteren Schwester, die bereits wieder in ihr Buch vertieft war. Aber wer sagt Ihnen denn, dass es jetzt 3 Uhr ist? Bitte? Doras Schwester schien etwas genervt durch die dauernden Unterbrechungen. Na, es muss doch jemanden geben, der ihm das sagt, der ihm sagt, jetzt ist es 3, jetzt musst du 3-mal rufen. Anna schmunzelte. Das Uhrenmännchen. Das sitzt da drin und passt auf. Und wenn es soweit ist, dann sagt es zum Kuckuck, es ist soweit. Du musst wieder raus und Kuckuck machen. Anna vertiefte sich wieder in ihr Abenteuerbuch. Hätte sie das nicht getan, dann hätte sie mitbekommen, wie ihre kleine Schwester den wackeligen Turm durch die Küche schob, wie sie ihn erkletterte, sich vorbeugte und... Hast du dir wehgetan? Anna war aufgesprungen, um ihrer Schwester zu helfen. Doch die stand bereits wieder auf ihren Beinen. Die hätte mit ihr geschimpft. Du hast mich angelogen, sagte sie. Wo ist denn das Uhrenmännchen? Entschuldigung. Anna sagte gar nichts. Keine große Schwester. Sie sammelte die Einzelteile der Uhr, sondern die würde gleich sagen, Federn, Zahnräder, Achsen. Und dann erst hast du dich verletzt. Dann legte sie alles auf den Tisch neben die Uhr. Lass uns lieber sehen, wie wir das wieder hinkriegen, bevor die Oma kommt, sagte sie und begann, das Puzzle zusammenzusetzen. Als Oma nach Hause kam, saßen Anna und Dora friedlich im Sessel und schmökerten. Die Uhr tickte an der Wand. Ich habe Kuchen mitgebracht. Gleich gibt's Kakao, sagte Oma. Bald darauf saßen alle drei am Tisch. Oma schnitt den Kuchen an und gerade, als Anna etwas sagen wollte, schnarrte es wieder über ihnen an der Wand. Die Klappe der Kuckucksuhr ging auf und kling, ein goldenes Zahnrad flog heraus. Direkt in die Sahne auf Annas Kuchen. Zuerst war es einen Augenblick ganz still. Dann fing Oma an zu kichern. Ihr Kichern war so ansteckend, dass Anna und Dora, die sich betrübst und ängstlich angeguckt hatten, laut mitlachen mussten. Auch sehr einfach gehalten, die Zeichnung einfach muss mit der Erzählerei. Kiste, sagte Oma. Nicht nur, dass sie immer nachkriegt, jetzt fängt sie auch noch an, ihre Einzelteile auszuspucken. Höchste Zeit, dass sie zu einem Uhrmacher kommt. Und Dora, mit einem Blick auf ihre ältere Schwester, fügte hinzu. Aber es funktioniert. Das war die Rache des Uhrenmännchen. Oder findet ihr das so schlimm? Dass es nicht animiert ist. Gut, ich bin nicht mehr die Zielgruppe. Ich war das mal. Wow. Als Kind hat mich das nie gestört. Da gab es aber auch beim Sandmännchen zum Beispiel Wolf und Rüffel, wenn ihr das noch kennt. Das war so ähnlich gemacht. Weit weg von zu Hause.
runde Räder können rollen und sie rollen, wohin wir wollen. Schnell bin ich damit am Ziel. Immer noch nicht zu Hause. Viel davon. Schlimm ist der Benzingestank und der Lärm, der macht mich krank. Autos brauchen Platz zum Fahren. Und wir bauen uns im Nu Parkplatz, Straßen, Autobahn und pflastern uns die Erde zu. Ja, und Kritik an den so wie sie sollen. Und sie bleiben einfach stehen. Am Autokonsum bzw. am Stau. Schneller geht's dann. Schneller ja, das war in den 80ern, ja. Sehr beliebt. Aber ich finde, der hat recht. Heute ist es ja sogar noch schlimmer geworden. Auf die Plätze. Halt, 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 halt. Viel Start. Haben Sie schon eine Startnummer? Startnummer? Wieso? Ich gebe Ihnen jetzt die Startnummer 13 für Ihre komische Seifenkiste. Nee. Das, und überhaupt Seifenkiste, das ist ein Chaiselong. Eine Antiquität ist das. Und an Ihrem Seifenkistelrennen will ich gar nicht teilnehmen. Oder? Oder? Typisch Peter. Sag mal, warum heißt denn deine Seifenkiste eigentlich Seifenkiste? Ja, das waren früher mal Kisten mit vier Rädern drunter. Aha. Ah ja, früher gab es die Seife zu kaufen in solchen Holzkisten. Und das haben die Kinder damals genommen. Sehr praktisch. Inzwischen sieht das allerdings alles nicht mehr nach Kiste aus. Sehr windschnittig hier, das Krokodil. Und sehr schnell. Sag mal, kann man das überhaupt bremsen? Ja, das kann man. Man drückt den Hebel hier runter. Dann geht das Drahtseil etwas nach oben, dann bewegt sich diese Eisenstange, dann gehen die Bremsklötze an die Reifen. Aha. Ja, fast wie beim richtigen Auto, ne? Hey, was für ein schickes Lenkrad. Also lenken kann man die Dinger auch. Seifenkistenrennen gibt es ja, wirklich in Berlin. Ja, ich kann aber nur 5 cm nach rechts. Wie ich gelesen habe, das ist mein Sofa, aber wenn nicht. Los, Kinder, an den Start, bitte. Machst du denn mit? Weißt du was? Ich mach mit. Meister? Kann ich doch meine Nummer haben? Ja, ich gebe Ihnen die Nummer 13. Aha. Sie sagen mir Ihren Namen, bitte. Lustig. Vorname? Peter. Okay. Ganz unkompliziert. Auf die Plätze! Fertig! Los! Sofa-Mobil schiebt ganz langsam und der Kameramann auch läuft oder auf dem Dolly fährt wahrscheinlich. Jetzt macht es auch Sinn, klar, für die Szene brauchst du mehrere Kameramänner. Die vorne. Vielleicht auch noch Kran oder auf Schiene. Für die originellste Seifenkiste im diesjährigen Bärstädter Ausscheidungsrennen.
Peter gewinnt noch einen Preis. Als letzter. Und die Kassen, die Katzen-Kaffeekanne. Direkt vom Flohmarkt. Peter hat ja gerne so Sachen vom Flohmarkt mitgenommen und in den Bauwagen gestellt. Hallo Peter. Na, wie gefällt dir das Sofa? Ah, Tante Martha. Ja, fabelhaft, sehr schön. Ja, du weißt ja, Peter, ich baue um. Und da dachte ich, den alten Kleiderschrank, den könnte ich eigentlich auch ausrangieren. Willst du ihn haben? Wo soll er denn? Du kannst ihn gleich abholen. Nein, Tante Martha, nicht den Schrank. Wie soll ich denn den hierher transportieren? Ja, aber du hast doch das Sofa auch geschafft. Und da... Ja, ja, schon, aber ich habe einfach keinen Platz mehr. Da sagt er das Richtige. Das Sofa passt ja auch nicht mehr. Aber trotzdem, komm, setz dich, wir trinken Kaffee zusammen, ja? Und schalt doch mal das Ding da aus, ja? Oh, und ihr auch, ja? Abschalten. Heute kommt nicht mehr. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das mochte ich. Diese... Diese Ruhe. Einfach die Folge beginnt ruhig und endet ruhig. Das finde ich schade, dass es heute nicht mehr gibt. Ja, das war Peter und das Sofamobil. Sehr schön. Auch eine meiner Lieblingsfolgen. Nicht wundern. Nein, ich habe mich nicht umgezogen. Es ist ein anderer Tag. Es ist auch viel sonniger. Tja, meine Kamera hat gesponnen und den letzten Teil dieser Angeschaut-Folge einfach nicht aufgenommen. Na gut, dann musste ich das halt nachschneiden, wie ihr jetzt seht. Aber ich gucke die Folge immer wieder gerne. Ja, ich hoffe, ihr auch. Und ja, das war's mit Angeschaut, Peter und das Sofamobil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Erstmal abschalten.